Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue Admin-Haus für 8 Sims. Dies ist Teil 3. Heute habe ich mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, hier weiterzubauen und ein schönes Dach darauf zu setzen, damit das Haus endlich ein richtiges Haus ist. Ich dachte, ich baue so ein... Oh, wie heißen denn diese Dächer? Walmdach, glaube ich. Also so eins halt, was an den Seiten nicht offen ist, sondern was von allen Seiten Dachform hat. So, jetzt ziehe ich das so ein bisschen hoch, damit es so ein bisschen rundlich aussieht. Mal gucken, ob die... Ja, das Format finde ich passend. Und jetzt gucke ich erstmal, ob ich auch für die Giebel solche Walmdächer mache oder ob ich die dann lieber mit normalen Satteldächern mache. So. Okay. Und das ziehe ich dann auch so ein bisschen hoch, damit der Stiel passt. Ja, ich glaube, das ist passend für den Stiel. Okay. Dann kopieren wir das doch gleich mal für die anderen. So. Das wird natürlich kleiner, logischerweise. So. Und wieder kopieren. Ach, was bin ich froh, dass man inzwischen Dächer, Treppen und so weiter kopieren kann. Das ist ein echt super wichtiges Feature, das sie da vor einer Weile eingeführt haben. So, vielleicht mache ich das Gesamtdach ein bisschen niedriger. So, damit das insgesamt irgendwie gefälliger aussieht. Und vielleicht ziehe ich das noch ein bisschen mehr hoch. Ja, und mal gucken, ob man die hier noch höher ziehen kann. Zumindest mal das mittlere. So, das mache ich auch ein bisschen. Oh. Ich wollte es buckeliger machen. Nochmal gucken. Ne, es wird dann einfach höher. Aber ich könnte es dann ja niedriger machen. Und jetzt gucken wir mal. Leider hupst mir das immer so raus. Einen Tick höher mache ich es und so vielleicht. Und ich denke, das ist dann eigentlich ganz passabel. Gut, jetzt möchte ich gerne noch die Farbe ändern. Da dachte ich, da ich hier ja schon solche blauen Elemente drin habe, wäre vielleicht was Blaues gar nicht schlecht. Mal gucken. Das hier gibt es nicht in Blau. Es gibt doch da irgendwelche blauen Dächer. Ja, werde ich schon finden. Dieses hier zum Beispiel. Das ist jetzt nicht unbedingt richtig blau. Das hier wäre eher grün. Und es sieht auch so verwinkelt aus. Das ist auch nicht geeignet. Dieses hier, da gibt es ein blaues. Mal gucken, wie das wirkt. Es ist schon ziemlich hellblau irgendwie. Gefällt mir das? Ich guck mal, ob ich noch was anderes im Blau finde. Wie wär's? Das passt, glaube ich, besser. Ja. Das ist zwar ein anderes Blau als hier die Fenster, aber ich glaube, das passt so vom Stil des Hauses ganz gut. Jetzt gucke ich noch mal hier die anderen durch. Das ist auch noch ein Blau. Nö, sieht nicht blau aus. Und dieses hier sieht auch nicht blau aus. Ich denke mal, dann lasse ich das so. Das kann man ja im Zweifelsfall dann auch noch mal ändern, wenn ich am Schluss feststelle, nee, so gefällt es mir jetzt doch nicht. Ach, hups doch nicht so viel rum. Jetzt kriegt das hier natürlich noch so einen Rand. Habe ich da so ein
dicken Rand mal probiere. Probieren kann man ja mal. Ja, die Farbe passt zwar nicht, aber ich finde, der dicke Rand passt hier ganz gut. Okay. Tja, was für eine Farbe könnte denn dazu passen? Das ist die gleiche noch. Vielleicht so ein Grau? Ja, ich probiere das mal mit so einem Grau. So. Okay, das ist jetzt schon rundrum. Wunderbar. Dann ein Schornstein wäre eigentlich auch passend. Der muss dann natürlich vom Stil her irgendwie passen. Gibt es den auch in... Ja, das könnte eventuell gehen. Mal gucken. So, oder lieber so. Mal gucken. Jetzt sitzt er schief. Ja, jetzt sitzt er gerade. Aber gedreht wäre, glaube ich, doch besser. Also so. Na, du sollst in die Mitte. Ja. Mehr hier so, wo das anfängt. Die schwierige Schornsteinpositionierung. Ja, und vielleicht mache ich da einfach noch einen auf die andere Seite. Dann sieht das symmetrisch aus. Und ich denke mal, das würde auch der Realität entsprechen, dass so ein großes Haus zwei Schornsteine hat. Okay. Gut, jetzt gucke ich nochmal, ob ich da mit solchen Geschossrändern Außenleisten noch irgendwas erreichen kann. Ich guck mal die da. Oder gibt's die in mehreren Farben? Ich guck mal die. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. Und hier. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Das gibt dem Haus irgendwie mehr Struktur. Ja. Wunderbar. Okay. Und dann kommt da noch ein kleines Dächlein drauf. Weil wir brauchen ja schließlich für unseren Zack, den Vampir. Ja, das ist viel zu groß. Ja, es wäre schon schön, das zu kopieren. Mal gucken, wo ich das irgendwie hinlegen kann. Toll. Vielleicht kann ich es in den Garten legen, die Kopie und dort klein ziehen. So. Und dann setze ich das da vorne drauf. Na, eigentlich, nee, weg damit. Das muss natürlich eins sein, was nur auf der einen Seite so spitz ist. Auf der anderen Seite ein halbes Walmdach halt. Kann man das hier hinlegen? Nein. Kann man das nicht machen? Ah, jetzt. Dann wird das Dach verschwinden. Also muss ich das auch hinten im Garten vormontieren. So, kleiner ziehen meine ich damit. Und jetzt schiebe ich das mal dahin. So. Ah, es sitzt wunderbar. Zwar schief, aber im Prinzip ist es jetzt schon mal geschafft. Das mache ich dann gerade ein eins größer, damit hier so dieser ganze Übergang überdacht ist. Ah ja, und jetzt ist trotzdem das Fenster verschwunden. Wie schade. Ich guck mal, ob ich da... Nein, da kann ich keins hin machen. Da muss ich vielleicht ein kleineres Fenster dorthin machen. Okay, dann kriegt das auch dieses Blaue. Das war, glaube ich, hier. Das da. Jawohl.
und die große Außenleiste in diesem merkwürdigen Grau. Nee, das passt jetzt nicht. Dann nehmen wir lieber eine kleine Leiste. Aber in der gleichen Farbe. Ja, das sieht besser aus. Wunderbar. Okay, und jetzt Fenster. Das ist, glaube ich, ein Dreierfenster. Tja, gibt's das nicht auch in klein? Es muss ja ein Zweierfenster sein. Okay, gucken. Ja, das ist ein Zweierfenster. Das hier natürlich, logisch. Wie konnte ich das übersehen? Kann keine Wände überschneiden. Was ist denn das Problem? Ah, okay, ich sehe, was das Problem ist, ja. Dann mache ich das einfach mal niedriger und buckeliger. So. Jetzt gucken wir mal. Vorher sah es eigentlich schöner aus. Oh, das geht bis ganz rein, ja. Okay. Muss es ja auch, wenn ich das hier so da überstehen haben will. Jetzt hängt es so ein bisschen in der Luft. Aber es ragt nicht mehr so stark rein. Jetzt geht das. Okay, ich denke mal, ich nehme das so. Und denke noch drüber nach. Ich könnte es hier ja auch kürzer machen. Aber, naja, ich lasse das jetzt erstmal so. Gut. Jetzt gucken wir uns das Haus mal im Ganzen an. Ah, habe ich schon erwähnt, dies daneben, dieses Haus, das ist übrigens von Devon Bumpkin, das einzige fremdproduzierte Haus in meinen Welten. Und da wohnen 8 potenzielle Väter für Jennys Kinder drin, für meine 100 Baby Challenge. Die wurden teilweise von euch gemacht und einen habe auch ich gemacht. Und ja, die haben dieses super schicke Haus gekriegt. Na, jetzt mache ich mal so einen Screenshot. Kann ich ja dann im Zweifelsfall ausschneiden. Und einen so. So, na komm, stell dich nicht so an. Ich will doch nur mal, dass das Bild, das Haus in der Mitte ist. Okay, gut. Was wollte ich jetzt noch machen, was relativ schnell geht? Die Balkonböden. Die sollen eigentlich nicht so braun sein, sondern besser so ein, ja, so einen neutralen Stein eigentlich. Oder so Fliesen. Jetzt gucke ich mal, was gibt es hier an gleichmäßig aussehenden Steinen? Marmorfliese. Ich guck mal, ob das gut kommt. Passt farblich nicht so. Dieses viel Leichtbeton. Das ist dann natürlich nicht hübsch. Aber es sieht irgendwie passend aus. Oder ich nehme ein helles Holz. Gibt's das nicht auch in Weiß? Ich glaube, das wäre fast am passendsten. So. Ja, so mache ich das. So. Die kommen jetzt auch noch dran. Na gut, fangen wir unten an. So. Jawohl.
Und hier. Und na komm. Na gut, fangen wir in der Ecke an. So, 4 Stockwerke, alles klar. Gut, jetzt gucken wir mal, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe. 65.933. Eieieiei. Tja. Da bin ich jetzt ja schon erschüttert. Aber gut, das grundsätzliche Haus steht. Es hat auch jeder ein Bett und ein Badezimmer und so. Ja. Dann sollte ich vielleicht jetzt einfach nochmal die Wände zuziehen und Türen reinmachen. Ist das jetzt ein... Aha. Okay, ah nee, hier ist es ja noch offen, klar. Ich habe mich schon gewundert und dachte, es bildet sich gar kein Raum dadurch. Aber es ist ja auch noch nicht geschlossen. So. Jetzt ist ein Raum entstanden. Und hier mache ich es auch zu. Wunderbar. So. Oh, und Lampen habe ich noch nicht drin. Ja, was nehmen wir für Türen? Nehme ich da diese einfache Variante? Ich mag die so gerne. Vielleicht nehme ich die, weil ich die so gerne mag. So. Und für den Balkon nehme ich die da auch. Oder finde ich da eine schöne passende Glastür? Oh, die ist viel teurer. Ich nehme die auch. Und die da? Gläserner Blick. Mit weißem Rand. Ja, dann nehme ich die als Balkontür. Ja, gut. Okay, da arbeite ich mich jetzt nochmal durch die Geschosse. So. Wie es sofort dunkel wird. So. Und so. Gut. Und die Türen. Okay, okay. Und ist das die richtige Stelle? Ja. Prima. Und dann das gleiche auch da unten. Wunderbar. Oh, ich freue mich auch schon auf die Einrichtung von diesen Geschossen. Ah, nee, was rede ich für ein Quatsch? Also von diesen Mittelgängen, wo ja immer vorne und hinten Platz ist, da kann man alles Mögliche hinmachen. Also zum Beispiel einen Spieltisch und sowas oder ein paar Fitnessgeräte. Und da habe ich richtig Lust drauf, weil das wird dann halt auch vielfältig dadurch. Und ich freue mich aber auch schon auf die Kücheneinrichtung, also auf die Gemeinschaftsräume. Und dann später natürlich ein bisschen Vielfalt in die einzelnen Räume bringen, dass die nicht alle gleich aussehen. Schon ähnlich, aber mit unterschiedlichen Farben und so ein paar unterschiedliche Details und so. Und hier... Hier, das sind richtig große Räume. Da kann man eine ganze Menge machen. So, jetzt geht's weiter. Okay. Und hier. Das. Die Apartmenttüren und die Badezimmer. So, ich hoffe nur, dass das Geld dann auch reicht, um lauter schöne Features da reinzubauen. Aber da muss ich dann ja nicht von jedem 8 Spieltische, sondern ein Spieltisch reicht ja dann und so. Und ein Schachtisch und ja, alles, was das Herz begehrt, stelle ich mir so vor.
So. Und so. Und jetzt noch ein Stock tiefer und dann wäre das geschafft. Die Badezimmer. Okay. Nein, du sollst bleiben. Jawohl. Ist das jetzt an der, ja, ist an der rechten Stelle. Wunderbar. Dann kommen jetzt hier wieder, ah, das mache ich lieber so, die Türen. So, als nächstes könnten sie dann auch das Kopieren von ganzen Geschossen mit mehreren Zimmern machen, dass man dann nicht überall noch nachträglich Wände und Türen reinziehen muss. Das wäre perfekt. So, das wäre geschafft. Jetzt kommen nochmal einfache Lampen rein. Und dann ist es für diese Episode auch schon genug. So, ich nehme mal für die Badezimmer. Also für die Badezimmer und den Gang, diese Kinderzimmerlampen, weil die so schön billig sind. So. Okay. So. Okay. Ah, sind wir schon ganz oben? Ich glaube ja. 1, 2, 3, 4. Jawohl, wunderbar. Und für die normalen Zimmer nehme ich hier ja vielleicht jeweils zwei solche Deckenlampen. Da zentral macht nicht viel Sinn, oder? Ich nehme drei solche Lampen über allen Tischen sozusagen. Und das reicht dann auch eigentlich für den ganzen Raum. So. Voilà. Okay. Gut. Ja, und ich denke, beim nächsten Mal habe ich, glaube ich, Lust, das Kellergeschoss anzufangen. Und später kommen dann die ganzen Details und netten, lustigen Sachen. So. Ja, prima. Das war's dann für heute. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!